In diesem Video werde ich euch meinen komplett neuen und mega einfachen Money Glitch im Story-Modus in GTA 5 zeigen, mit dem ihr mehrere Millionen bis Milliarden GTA-Dollar machen könnt. Und das Ganze hier ist wirklich mega einfach, das kann jeder GTA-Spieler machen, egal ob ihr jetzt erst mit dem Story-Modus angefangen habt oder ob ihr schon am Ende des Story-Modus seid. Ihr könnt diesen Glitch ohne Probleme machen. Vorab sei noch gesagt, dass ihr hierfür auch nicht gebannt werden könnt, denn im Story-Modus kann man generell nicht gebannt werden, deswegen braucht ihr hier euch überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich noch eine kurze Information für euch, denn ich habe derzeit auf diesem Kanal hier noch ein Gewinnspiel am Start, denn ich verlose insgesamt 3x50 Euro Amazon-Karten für euch, also insgesamt 3x50 Euro Amazon-Guthaben. Und hierbei kann wirklich jeder von euch teilnehmen. Die einzigsten Bedingungen, die ihr machen müsst, um teilzunehmen, sind einfach nur, dass ihr diesen Kanal hier einmal abonniert und dazu die Glocke aktiviert. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr noch einmal diesem Video hier ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. Auf diesem Namen werdet ihr dann auch kontaktiert, falls ihr gewonnen haben solltet. Deswegen nehmt auf jeden Fall gerne noch teil. Das ganze Gewinnspiel wird insgesamt noch etwas laufen. Also das Gewinnspiel ist erst gestartet. Es wird mindestens einen Monat laufen. Also ihr könnt euch davon einstellen, dass es mindestens bis zum März laufen wird. Also falls ihr teilnehmen wollt, nehmt gerne teil. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. So, und zwar, was ihr zuerst mal macht, ist ganz einfach. Und zwar begebt ihr euch jetzt erstmal einfach zu dieser Position hier hin. Genau hier ist das, da müsst ihr jetzt einmal hinfahren, einfach mit dem Auto oder mit dem Motorrad oder hinlaufen, ist vom Ding her komplett egal. Hauptsache, ihr geht halt einfach erstmal dahin. Und ja, sobald ihr da angekommen seid, könnt ihr eigentlich auch schon direkt anfangen. Wie gesagt, das ist wirklich ein ganz einfaches Ding, sollte jeder hinkriegen. Und ja, also erstmal hier auf den Parkplatz fahren. Und ja, jetzt geht ihr einfach einmal hin, steigt aus und öffnet euer Handy. Jetzt braucht ihr nämlich eine gewisse Vorbereitung und dazu öffnet jetzt euer Handy, geht einmal auf Internet und dann einmal auf die Finanzen- und Dienstseite und hier auf LCN, die Börse. Jetzt sucht ihr euch unter Märkte einmal die Aktie von E-Cola raus. Hierbei ist es auch egal, welchen Aktienwert die gerade hat. Hier seht ihr es, E-Cola, bei mir ist die gerade im Minus, ist sogar besser. Und jetzt investiert ihr euer ganzes Geld bis auf 50 bis 60 Dollar. Also so viel wie ihr könnt, desto mehr Geld ihr habt, desto mehr bekommt ihr halt am Ende auch. Und ja, jetzt macht ihr das ganz kurz, also einfach euer gesamtes Geld investieren, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Und jetzt geht ihr einfach hin, lauft zu dem Automaten und zwar zu dem E-Cola-Automat, das ist wichtig zu erwähnen, wichtig, E-Cola, nicht zum Bank oder wie der heißt. Und jetzt kauft ihr diesen Automaten einmal komplett leer, also bis wirklich oben links steht, dieser Automat ist leer. Das Ganze dauert ungefähr 2 Minuten, also wirklich nicht sehr zeitaufwendig. Das sind, glaube ich, 30 Flaschen oder nicht mal 30, ich glaube 15 bis 20, die ihr da maximal rauskriegt. Und das macht ihr jetzt einfach einmal. Also ihr kauft diesen kompletten Automat einfach einmal leer. Dann werdet ihr nämlich gleich oben links eine Fehlermeldung bekommen, wo stehen wird, dass dieser Automat quasi leer ist. Und sobald ihr es jetzt gemacht habt, ihr seht es jetzt bei mir, der Automat ist jetzt soweit leer, geht ihr einfach einmal vom Automat zurück. Ihr seht, der Automat ist leer. Steigt wieder in euer Auto zuvor. Zerschießt ihr aber beide Automaten. Ihr seht, ihr kriegt die kaputt, wenn ihr die einfach kaputt schießt. Jetzt nehmt ihr euer Auto und fahrt jetzt etwas weg. Also wie weit weg ist eigentlich relativ egal. Hauptsache so weit weg, dass dieser Automat wieder sozusagen befüllt wird. Also ich würde euch empfehlen, hier einfach, keine Ahnung, 2 oder 1,5 Kilometer wegzufahren und dann wieder hinzufahren. Und dann solltet ihr sehen, der Automat wird neu befüllt sein. Jetzt müsst ihr ihn nicht nochmal komplett leer kaufen, sondern jetzt kauft ihr nochmal so 5 bis 6 Flaschen. In der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, denn ich habe noch krassere Money Glitches für euch. Das hier ist noch einer der, ja, sage ich jetzt mal, im unteren Segment. Es gibt noch viel krassere, die werde ich euch alle hier auf dem Kanal noch hochladen. Deswegen nicht vergessen, auf jeden Fall Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr einmal schnell speichert, also einmal auf Schnellspeichern gehen und dann einfach auf den letzten Speicherstand einmal zwischenspeichern. Jetzt seht ihr, sollte noch alles bei 0 sein. Ist auch soweit richtig, alles okay. Jetzt müsst ihr euch einmal töten. Wie ihr das macht, ist relativ egal, ob ihr euch jetzt von der Polizei erschießen lässt oder ob ihr irgendwie euch sprengt, komplett egal. Hauptsache ihr sterbt halt einmal, um quasi diese 12 oder 24 Stunden im Spiel vorzuspringen. Wenn ihr einfach nur schlaft, sind das 6 Stunden, deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr halt einmal sterbt, weil das sind dann 12 bis 24 Stunden, die ihr quasi im Krankenhaus verbringt. Ihr seht das jetzt. Sobald ihr gestorben seid. Jetzt ist es so, dass ihr noch nicht unbedingt im Plus sein müsst. Es kann auch sein, dass ihr jetzt erstmal noch ein bisschen im Minus seid. Denn
Ich werde euch das jetzt zeigen. Bei mir seht ihr, ich bin jetzt noch im Minus. Ist aber nicht weiter schlimm. Denn wenn ihr euch jetzt nochmal tötet, dann werdet ihr sehen, seid ihr im Plus. Und wie viel Plus ihr jetzt rausholt, ist unterschiedlich. Es sind aber auf jeden Fall zwischen 3 und 20%. Ich hatte schon mehrfach, dass ich auch 20% im Plus war. Jetzt lasst ihr euch also nochmal killen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch immer zwischenspeichern. Also immer, wenn ihr Plus habt, speichert ihr zwischen, dann killt ihr euch nochmal. Und dann seid ihr nochmal mehr im Plus, speichert wieder zwischen. Und ja, verkauft dann halt an einem höchstmöglichen Punkt. Wie gesagt, es kann bis zu 20% hochgehen. Und desto mehr Geld ihr natürlich am Anfang reingesteckt habt, desto mehr Geld bekommt ihr jetzt auch. Ich habe halt nicht mal 1 Million Dollar. Deswegen, aber trotzdem habe ich jetzt insgesamt, ihr könnt es jetzt sehen, wenn ich mein Handy einmal raushole, seht ihr, ich habe jetzt hier insgesamt 4% plus. Ich könnte es einfach so vorgehen, entweder ich verkaufe es jetzt für 40.000 plus, ist natürlich nicht viel, aber ich hatte auch nicht viel investiert. Entweder ich verkaufe jetzt also alles oder ich gehe so vor, dass ich jetzt nochmal zwischenspeichere, mich nochmal kille und dann kann es sein, dass ich 5 bis 6% im Plus bin, dann speichere ich wieder zwischen, dann bin ich vielleicht 10% im Plus, dann speichere ich nochmal zwischen, lass mich nochmal killen und dann bin ich wieder im Minus. Dann gehe ich einfach hin, lade den letzten Spielstand und dann habe ich wieder den Spielstand, wo ich im Plus war und verkaufe dann. Also eigentlich ganz einfach, falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, ciao.